Servus, liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben noch relativ viel Aufholarbeit zu tun in Sachen Patch 10.1 und in dem heutigen Video widmen wir uns dem Gear Upgrade System, denn Blizzard hat angekündigt, dieses mit Patch 10.1 grundlegend überarbeiten zu wollen. Es klingt auf den ersten Blick relativ interessant und ich würde sagen, wir starten erstmal rein. Das Wichtigste. PvP Gear ist davon wohl nicht betroffen, wohl allerdings Open World Raid und Mythisch Plus Gear. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass die Tapferkeitspunkte komplett aus dem Spiel fliegen. Wie das jetzt oder wie man das zu finden hat, überlasse ich jedem selbst, aber kommen wir erstmal zu den äh, grundlegenden Änderungen. Also, wie bereits hier erwähnt, dieses neue Upgrading-System funktioniert für Open World, Raid Mythisch Plus, geht nicht für PvP-Gear und Top-End-Items, also Max-Item-Level-Items, nehme ich an, und auch nicht für Crafted-Gear. Ihr bekommt mit Patch 10.1 zwei neue Ressourcen: einmal sind das die sogenannten Flight-Stones, ähm, also irgendwelche Steine, und dann haben wir noch Crests, also. Crest heißt also auf Deutsch Kamm. Mal gucken. Die, diese Crests kommen in vier verschiedenen Varianten. Von Welpling, Drachen, Würms und Aspekten. Und jede Variante hängt halt mit dem entsprechenden Content-Schwierigkeit zu tun. Also ich nehme mal an, dann so Richtung LFR-Normal, -E Heroic, Mythisch. Ihr könnt, wenn ihr ein Item upgraden möchtet, ein sogenanntes dieser Crests ausgeben, um das Item abzugraden. Wenn ihr ein Item-Level schon habt, also ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, sagen wir mal, ich habe ein 450er-Item, welches ich mit meinem Main ausbaue auf 460. Jetzt spiele ich auf einem Twink und möchte da meine Items von 420 an hochleveln. Das bedeutet, dass wenn irgendein Charakter schon ein höheres Item-Level auf diesem Slot hat, als der Charme, mit dem ich es upgraden möchte, bekomme ich eine 50-prozentige Preissenkung für das Upgrade. Also, ihr könnt jetzt mit den Twinks deutlich schneller Items upgraden. Das finde ich ganz nett. Bei ähm, normalen oder fast allen Items müsst ihr ein Item-Level drüber sein. Bei Ringen, Trinkets und Einhandwaffen benötigt ihr zwei Dinger drüber. Also, damit sind, denke ich, diese, wie bei den Tapferkeitspunkten, diese Upgrade-Schritte gemeint. Da gibt es ja auch. Ich glaube, 13 Level insgesamt. Also bei normalen Waffen reicht es, wenn ihr ein Level drüber seid. Bei allen anderen dann müssen es zwei sein. Es wird ein Cap geben bezüglich dieser Crests. Ihr könnt 10 von jeder Sorte pro Woche ergattern. Dieses erhöht sich wohl von Woche zu Woche, so wie es aussieht. Die Dinger kommen in eure Reagenzientasche und gleichzeitig können Verzauberer die Teile nutzen, um. Items herzustellen, mit denen ihr gecraftetes Gear wieder im Item-Level erhöhen könnt. Also es wird keine neue Art der äh, Primal Infusion geben, urzeitliche Infusion, sondern das werden dann diese Crests sein, wodurch ihr dann die Items wieder ein bisschen pushen könnt. Also das finde ich tatsächlich äh, ganz nett wieder. Und gleichzeitig steht auch hier drin, Keystone Master und Keystone Hero, also die Schlüsselsteinerfolge, werden weiterhin im Spiel bleiben, hängen aber nicht mehr mit Mythisch Plus Upgrades zusammen. Also ihr braucht scheinbar nicht mehr ein bestimmtes Rating, um Items aufwerten zu können. Und wie ihr diese Flightstones und Crests und so weiter ergattern könnt, scheinbar die Flightstones gibt es für jeden, jede Art von Content im Spiel. Das steht hier auch nochmal... Ähm, genauer drin, ihr kriegt das für so ziemlich alles: World Quest abschließen, einen Rare Mob töten, einen Mythisch Dungeon laufen, einen M Plus Dungeon, einen Raid Boss töten und so weiter und so fort. Also, letzten Endes, spielt das Spiel und ihr kriegt diese Flight Stones. Das, das finde ich ganz nett. So ist man auch nicht mehr gezwungen, weiß nicht, Mythisch Plus zu spielen, wenn man das gar nicht möchte, um sein Gear abzugraden, sondern man kann sich tatsächlich jetzt Upgrades über so ziemlich jede Form von Gear holen. Ich gehe mal da trotzdem davon aus, höhere Keys geben dir trotzdem mehr von dieser Währung als halt ähm, andere Sachen. Wenn ihr dann äh, weitere Sachen upgraden wollt, braucht ihr diese Crests, wie bereits erwähnt. Ähm, hier steht dann auch noch mal drin, wie ihr Beziehungsweise hier ist nochmal alles zusammengefasst. Ne? einmal diese Flightstones und hier sind diese Crests drinne. Wenn ich das aber richtig sehe, habe ich noch nicht so wirklich rausgefunden, wie man jetzt diese Crests bekommen soll. Ähm, ob das auch funktioniert über wöchentliche Items oder äh, wöchentliche Aktivitäten oder nicht, I don't know. Werden wir noch sehen. Aber ja, ich denke mal. Das System an sich dürfte Leute, die einfach nur spielen, egal welchen Inhalt, doch ein bisschen mehr bevorzugen als dieses Tapferkeitssystem. Und was ich sehr, sehr nice finde, ist, dass man jetzt auf Twinks weiter oder besser upgraden kann. Hier hat Blizzard nochmal die verschiedenen Upgrade-Stufen wohl reingepackt. Ähm, es sind sehr, sehr viele tatsächlich. Also wir fangen an bei Explorer, dann Abenteurer, Veteran. Champion held und mythisch. Ähm, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob das nicht ein bisschen too much ist. Also, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 24 Upgrade-Stufen, wo du teilweise dann immer wieder unterschiedliche Währungen brauchst und so weiter und so fort. Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob das nicht ein bisschen too much ist, also zu viel des Guten. Ähm, ob das noch für Anfänger und Neueinsteiger so gut übersichtlich ist, aber gut, wir werden das Ganze sehen. Ähm, ach, hier geht es auch noch mal zu, dem, zu den Crests weiter. Ähm, ja, an und für sich finde ich die ganze Geschichte ganz nett. Ob es wirklich so gut ist, wie es sich anhört, werden wir dann sehen. Ähm, Erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Nasiatagier, was wir damals hatten, was man auch upgraden konnte mit den Perlen. Das fand ich sogar ehrlich gesagt ganz cool, weil das Gear daraus auch nicht so verkehrt war. Ähm, ja, warten wir es einfach mal ab. Schreibt mir eure Meinung zu diesem neuen Gearing-System sehr gerne in die Kommentare und damit danke an euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video und reingehauen.